Willkommen zurück zu einer neuen Fahrt im TS Classic. Heute sind wir unterwegs auf der Strecke Randstadt-Nachteburg und bringen einen Getreidezug, der ursprünglich aus Tschechien kommt und Ziel Twistringen hat, von Randstadt nach Nachteburg. Gerade stehen wir jetzt hier noch im Güterbahnhof von Randstadt und müssen noch etwas abwarten. Die Zeit nutzen wir aber auch direkt und rüsten unsere Lok auf und dann kann es hoffentlich auch bald losgehen. Besonders ist heute, dass die Schnellfahrstrecke noch nicht in Betrieb ist. Das bedeutet für uns, dass auf der Altbaustrecke heute nicht nur der Regional- und Güterverkehr unterwegs sein wird, sondern auch noch der Fernverkehr sich dort tummelt. Und dementsprechend können wir mit ordentlich Verkehr und Verzögerungen bzw. Überholungen rechnen. Zusätzlich dazu kommt auch noch unser verhältnismäßig schweres Zuggewicht hinzu, ungefähr 1850 Tonnen. Und so lohnt es sich umso mehr, vorausschauend zu fahren. Das Ganze werden wir heute fahren mit einer Vectron von K-Trains, ihr seht es auch schon im Hintergrund, aber nicht mit irgendeiner aus dem Basispaket, sondern aus dem neuen Repaint-Pack von Rail Designs and Friends und der Repaint-Stube. Das Paket beinhaltet um die 40 neue Loks, da ist alles dabei von TX Logistik über LTE, DB Cargo, SBB Cargo, Box Express, CD Cargo, MRCE und ILL. Also man kann sich kaum entscheiden und es fügt nicht nur neue Loks hinzu, es berichtigt auch einige Sachen von den Basisversionen und fügt auch neue Dinge hinzu. Also es ist wirklich super, ihr könnt euch darauf freuen. Ich zeige euch heute stellvertretend hier mal eine Lok von TX Logistik, die 193553, und wir werden uns aber sicherlich auch nochmal weitere Loks anschauen oder ihr habt es gerade auch schon ein bisschen in den Videos hier, die parallel liefen, gesehen. Ich freue mich auf alle Fälle sehr. Dazu sind wir auch noch in einem Szenario von Amicia unterwegs und können da auch einiges erwarten. Und ja, ich würde sagen, wir warten gar nicht länger ab, sondern starten direkt mal rein und starten jetzt. So, wir waren ja bisher noch nicht hier im Güterbahnhof. Ich würde sagen, wir warten einfach gar nicht länger, sondern rüsten einfach direkt mal auf die Lok, dass wir dann auch fertig sind. Und dann können wir die Lok uns gleich auch von außen genauer anschauen, wenn wir alles aufgerüstet haben. Ich nutze heute die Schnellaufrüstfunktion mit STR Shift und O. Das Ganze machen wir dreimal. So. Dann können wir hier das Führerpult aktivieren mit dem Schlüssel. 15 kV ist vorgewählt, ETCS hatte ich schon ausgeschaltet. Dann können wir hier die Stromabnehmerauswahl durchführen. Wir nehmen heute ganz normal den hinteren. Und jetzt nehmen wir die Aufrüstautomatik. Warten einfach mal ab. Scheint schon da zu sein. Das sieht auch gut aus. Sehr gut. Schalten wir schon mal das Signalbild hier dazu. Dann können wir den Führerbremsventil aufsperren, Richtungsschalter verlegen nach vorne. Und dann kümmern wir uns einmal mal hier um die Zugdateneingabe. Driver-ID können wir uns eine ausdenken. Störung. Das ist ja ganz Störung. Normal, hatten wir auch schon im letzten Video behandelt, dass dann nochmal die ganzen Störungen hochkommen. Zugnummer haben wir eine vorgegeben, nämlich die 48992. So. Und dann gehen wir auf Zugdaten. PZB, LZB. Da wir heute komplett in G fahren, wählen wir Bremsart 2 aus. Wir haben 60 Bremsprozente. 64. Genau, das heißt, laut Einstelltabelle geben wir dann 50 ein. Und das erkläre ich euch auch gleich alles noch etwas genauer, was es damit auf sich hat und was es da eigentlich für, was es für Folgen hätte. 350 Meter, wir runden auf und 90 km/h. So, das bestätigen wir mal und Zugbeeinflussung. Genau, mit wachsam. Und dann gehen wir, ups,
So. Zugbeeinflussung. So, jetzt. Dann gehen wir mal auf AFB. Geben da auch noch die Zugdaten ein. Cargo, wir haben Bremshundertstel heute. 64, genau. Zuglänge sind 345 Meter. Das lässt sich gut eingeben. 90 km/h. Und Zugmasse sind 1847. So, dann geben wir das ein. Haben wir gemacht. Und dann lassen wir noch mal einmal den PZB-LZB-Test durchlaufen. Zugbeeinflussung, 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 Zwangsbremsung. Hier kommen schon der erste Verkehr entgegen. Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung. So, in der Zeit können wir uns mal von außen die Lok anschauen. Die ist in dem Paket mit dabei. Eine von vielen TX-Loks, die dabei sind. Und ja, was soll man sagen? Sieht einfach klasse aus. Wir haben jetzt hier auch die Anschriften mit dran. UIC-Nummer, Siemens Vectron. Brems-Anschriften sind jetzt auch richtig angebracht auf beiden Seiten. Auch wenn wir näher rangehen hier. Auch hier oben vom Dach. Der Dreck, der hier runterläuft. Wir haben Führerstands 1 und 2 jetzt angegeben. Hier vorne auch Siemens Vectron. So, hier von rechts kommt schon 189 von DB Cargo mit einem AS Altmann. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und machen mal weiter mit unserem Aufrüsten. Wir können uns die Lok hier noch etwas genauer gleich anschauen. So, das hätten wir gemacht. Dann würde ich sagen, wäre es das soweit erstmal. Wir legen mal kurz etwas hier unsere direkte Bremse an. Dann können wir nochmal die Bremsstellung wechseln. Wir wollen ja heute in komplett G fahren. So, und dann können wir noch den Richtungsschalter, die Federspeicherbremse lösen. So. Und dann sind wir nämlich auch soweit. Das ist übrigens auch neu, das Siemens-Logo hier. Ist jetzt auch mit dabei und angebracht. Wir können nochmal einmal rausgehen. Unterwegs sind wir nämlich heute hinten mit Getreidewagen, den UAG PPS. Da gibt es auch ein Update von Rail Designs. Lohnt sich auf alle Fälle sehr, denn sind nämlich hinten auch Zugschlusstafeln dabei. Das können wir uns auch nochmal anschauen. Und ja, im Güterbahnhof hier waren wir in der Tat noch nie. Also es kommt mir hier echt wie eine ganz neue Strecke vor, weil wir da hinten wahrscheinlich immer an der Lärmschutzwand entlang gefahren sind und da haben wir auch nie den Dom hier gesehen oder so. Also ja, weil hier geht es jetzt nämlich Richtung Flughafen in die Richtung. Und eigentlich auch ganz spannend, dass wir jetzt hier mit HL-Signalen unterwegs sind. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Also passt eigentlich super. Passt eigentlich super. Vielleicht ganz kurz noch was zu den Einstellwerten, die ich gerade jetzt da getätigt habe. Grundsätzlich ist unter 65 Bremshundertstel ist bei der Vectron kein LZB-Betrieb möglich. Das bedeutet, eigentlich wäre das jetzt hier nicht so dargestellt, wie es jetzt hier ist. Da die Vectron hier im TS das nicht darstellen kann aktuell und wenn man die Bremshundertstel erhöht auf 70, dann schon in die mittlere Zugart wechselt, haben wir uns das jetzt so gedacht, dass ich das jetzt so eingebe und ja, wir jetzt damit leben müssen, dass die LZB trotzdem noch aktiv ist. Ich wollte es bloß gesagt haben. Nicht, dass ihr euch wundert. So, wir dürfen losfahren. Wir haben jetzt hier ein typisches Signalbild vom HL-System. Bedeutet für uns einmal hier unten Geschwindigkeit auf 40 ermäßigen und darüber als Vorsignal Halt erwarten. Da wir jetzt hier auch in der unteren Zugart sind, werden wir jetzt hier auch ganz langsam machen und mit 20 km/h jetzt hier zum nächsten Signal rollen. Zugbeeinflussung.
So, gehen wir mal wieder vorne rein, dann können wir mal gucken. Nicht, dass wir jetzt hier schon zu nah auf das Signal zurollen. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau, hier nämlich geht jetzt geradeaus zum Flughafen und ich bin mal gespannt. Ich schätze fast, dass wir links abbiegen und dann direkt auf die Altbaustrecke fahren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir dann, wenn der ganze Fernverkehr hier durch den Flughafen fährt, dass wir da auch noch durchfahren. Aber man weiß nie. Wir wissen auch heute gar nicht, was uns hier erwartet. Hier steht nur kein aktueller Zielort. So, 500 Hertz Magnet. Da wir jetzt hier ja auch schon so ein bisschen, ja, unsere erste Bremsung machen, wir jetzt hier mal einen etwas ruhigeren und bremsen hier mal jetzt rechtzeitig. Machen wir sowieso. Das wollte ich jetzt nicht damit ausdrücken, dass wir das sonst nicht machen. So, halten wir jetzt hier mal an mit der indirekten Bremse, Zugbremse. Machen jetzt hier mal einmal kurz alles fest. Und dann können wir das hier auch schon wieder auslösen. So, hier kommt schon der erste ICE. Der kommt jetzt sozusagen vom Flughafen. Und da kommt schon der nächste. Das ist noch eine andere Sache bei der Vectron, dass sie leider nicht so ganz korrekt das darstellt mit der Bremse. Also man muss immer so ein bisschen mit dem F3-Monitor fahren, damit man das auch immer richtig sieht, ob die Bremse dann letztendlich schon gelöst ist. Es geht immer, das Auffüllen der Hauptluftleitung geht ein bisschen schnell, vor allen Dingen jetzt in G. So, wir dürfen weiterfahren. Gehen wir mal wieder nach vorne rein. Wir wollen ja sehen, wo es jetzt hier hingeht. Und vor allem müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht zu schnell werden. Weil wir sind ja immer noch in der 500-Hertz-Überwachung hier drin. Die überwacht auf 25 und das bei der Vectron auch sehr genau. Dürfen wir aber ein bisschen beschleunigen hier. Auf 40. Ich würde auch sagen, da wir jetzt hier sehr viel los ist, beschleunigen wir jetzt auch erstmal richtig. Damit wir hier schnell aus dieser Kreuzung wieder rauskommen. Schrägstrich Abzweig, Schrägstrich Weg zum Flughafen bzw. zur Altbaustrecke.
vorne ist Halt erwarten. Aber es sieht so aus, als ob wir nach links ja, genau, wir fahren nach links. Na gut, dann ist das ja schon mal alles gut hier. So, und jetzt haben wir hier LZB-Bereichskennzeichen. Jetzt werden wir anscheinend gleich in die LZB aufgenommen. Ich glaube, auf der Strecke war ich ja auch noch nicht so oft unterwegs. Ich wusste gar nicht, dass hier auch LZB ist. Das kann aber nicht weit sein. Ah ja, da sind wir schon in der LZB. Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, ihr hattet es ja gehört, was ich dazu meinte. Würde jetzt so nicht funktionieren in echt, aber wir müssen jetzt damit halt einfach leben. Vielleicht kommt da nochmal ein Update bei der Lok. Zumindest mit einem Störschalter für die LZB, das wäre ja auch nicht schlecht. Habt ihr jetzt gerade schon gehört, ganz interessant, wenn man hier gerade eben am ersten Fahrmotor, da schleuderte es schon so ein bisschen und, oh, was ist denn hier? Ui, auch spannend. Hier wird gut rangiert. In den Anschluss hier rein anscheinend. Spannend. So, ich würde sagen, da wir jetzt hier schon wieder auf Null fahren, ja, machen wir jetzt hier mal einen etwas ruhigeren. Lassen einfach mal ein bisschen nicht groß noch beschleunigen. Meine Güte, da hinten hat es aber jetzt ordentlich gerumpelt. Ja, es scheint so, dass das vielleicht, ich glaube, da vorne kommt wieder die Strecke vom Flughafen. Vielleicht müssen wir da jetzt warten, das kann natürlich sein. LZB Ende, okay. Das passt zwar mit den 1700 so ungefähr, aber normalerweise wäre es so, dass das LZB Ende immer erst eingeleitet wird, wenn das Signal, wo man aus der LZB fällt, in Fahrtstellung ist sozusagen, also das Ausstiegssignal. So, jetzt bremsen wir hier nochmal ein bisschen mit der Luft dazu. Also es würde eigentlich ein bisschen später kommen. Das Ende. Oh, was steht denn hier unten? Hier unbedingt anhalten, sonst zwangen sie. Okay, gut. Dann werden wir das mal so machen. Das sollten wir natürlich vermeiden. Dann halten wir da mal schön an da drin.
tiefer soll natürlich auch gedrückt werden, darf man nicht vergessen. So, und dann halten wir hier mal ganz entspannt an. Stehen wir hier mal noch in dem gelben Bereich drin. Das sollte ja eigentlich ganz gut passen. Nicht zu weit hinten, nicht zu weit vorne. So, dann machen wir das hier mal. So. Ja, zu unserer V-Soll-Geschwindigkeit hätten wir jetzt noch ein bisschen Luft gehabt. Und auch hier bei der Zielentfernung. Aber ich meine, man Eltern da auch nicht, also man muss es ja auch nicht herausfordern. Und sowieso, wenn wir jetzt hier ja auch halten sollten, machen wir das natürlich auch. Oh, schön. Das wollte ich natürlich nicht. So, und das können wir hier mal wieder auslösen. Ja, das meinte ich. Also HL ist jetzt hier schon ganz voll. Das ganz so schnell geht das dann eigentlich nicht. Und hier haben wir noch, sind wir noch ordentlich in der Bremsung drin. Ach, guck mal, was da hinten angefahren kommt. Tja, das wird da wahrscheinlich der ICE sein, woran es scheitert. Ist auch, glaube ich, der, den wir eben noch schon gesehen hatten. Hat wahrscheinlich da einen kleinen Halt eingelegt. Schön ist auch jetzt hier oben ein bisschen Dreck drauf. Man sieht jetzt hier auch die Schleifleisten. Also der Dreck passt auf alle Fälle gut zu einer typischen Güterzuglok, würde ich sagen. Ich glaube, da fahren wenige so richtig sauber rum. Und hier haben wir jetzt noch die Zugschlusstafeln. Ja, ist ganz normal, dass er sich gerade ein bisschen bewegt hat, der Wagen. Kein Grund zur Panik. So, jetzt gucken wir mal, was jetzt hier noch kommt. Ach, da vorne, ja, das könnte natürlich schon der Grund sein. Ich glaube nämlich, da vorne wird es kurz eingleisig. Und das wäre natürlich ein guter Grund. Ja, mit der LZB ist bei der Lok leider gerade noch ein bisschen schade. Ich hoffe, das wird nochmal behoben, beziehungsweise, oder das ist dann einfach mit der Bremsart 2, dass es dann einfach gebunden ist daran, dass man dann, wenn man eine höhere Bremshundertstel eingibt, dass man dann nicht direkt wieder in die mittlere Zugart kommt. Mal schauen. Mal schauen, wie das funktionieren wird. Ja. Da es jetzt eh endet, die LZB ist eigentlich auch nicht so schlimm. Schauen wir mal, was jetzt hier die neuen Führungsgrößen sagen. Gut. Da haben wir was. Wahrscheinlich ist 60 auch unsere Entlastungsgeschwindigkeit. Normalerweise endet die LZB ungefähr 50 Meter vor dem Signal, also beim Ende der LZB. Das kann sich natürlich auch mal ändern. Hier scheint es jetzt direkt am Signal zu sein. Okay, jetzt haben wir hier nochmal ganz neue Größen bekommen. Ah, okay, alles klar.
Ja, genau, das ist hier diese einspurige, eingleisige Stelle. Deswegen konnten wir auch nicht schon vorher dann hier drauf fahren. Da es der ICE vor uns ist, würde ich fast sagen, dass wir uns ein bisschen sputen. Dann können wir nämlich vielleicht hinter dem bleiben ein bisschen. Also, naja, der ist schon lange weg, aber ja, dass man nicht ganz so weit wegkommt, würde, denke ich, nicht schaden. So, jetzt müssten wir eigentlich hier gleich auf die rechte Seite rüberfahren. Ah, Gegengleisanzeiger, okay. Auch nicht schlecht. Mensch, spannend, was hier heute wieder los ist. Hey, da habe ich wieder kurz geschlafen. So. Man hört, dass die Lok arbeitet jetzt hier. Was ich eben sagen wollte mit dem Schleuderschutz von der Lok. Wir können es ja mal kurz ausprobieren hier. So, da seht ihr schon, wie das hin und her geht. Wenn wir jetzt meinetwegen eine sehr hohe Zugkraft bräuchten, also, keine Ahnung, am Berg oder wie auch immer, dann würden wir die Leistung jetzt nicht zurücknehmen, sondern so stehen lassen. Und dann würde sich die Lok sozusagen, ja, trocken schleudern oder so ein bisschen, dadurch, dass die Lok schleudert, wird die Lauffläche aufgeraut und dadurch wird der Kraftschluss verbessert zwischen Rad und Schiene und damit bleibt im Grunde trotz wie auch immer nasser Schiene, wie auch immer, die Leistung noch, die Zugkraft noch ziemlich hoch. Wenn wir es natürlich nicht brauchen, dann sollten wir die Leistung auch zurücknehmen, weil es einfach das Schleudern an sich vermeidet und natürlich da auch die Abnutzung nicht zu stark sein soll. Aber es ist eine Möglichkeit, wenn man die Leistung braucht, lässt man es so stehen oder im Grunde gibt den Fahrregler hier auf ganz nach vorne und die Lok raut sich dann so ein bisschen selber auf sozusagen. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen abschalten, weil es hier ein bisschen runter geht. So, wir kommen nach Wullendorf. Die erste Möglichkeit, wo wir jetzt mal wieder ins Regelgleis fahren können. Mal gucken. Wo ist das? Oh, das ist für uns. Halt erwarten. Zugbeeinflussung. Lösen wir mal wieder aus und dann schauen wir mal. Hier ist übrigens die erste Vectron, die uns entgegenkommt, auch aus dem Repaint Pack von CD Cargo ist die. Es ist leider noch ein Problem von den KI-Versionen, dass die ja, nicht so ganz mit den Spitzenlichtern rollen. Ui, hier kommt schon die Überholung. Das gibt's ja nicht.
Ja, sehr schön. Dann haben wir ja vielleicht sogar Glück und wir können direkt hinterher fahren. Mal gucken. So, 500 Hertz ist an. Ja, ich lasse einfach mal rollen den Zug. Mal schauen, was passiert. Vielleicht bremse ich nochmal ein bisschen mit der E-Bremse, aber das, wir haben ja noch ein bisschen Platz hier. Wir werden ja sowieso langsamer. Ja, das ist auch mit G-Bremsen ist auch schwierig hier im Sim. In echt natürlich gehört das auch ein bisschen Gewöhnung an jeden Zug eigentlich, würde ich fast sagen. Weil es sind immer andere Bedingungen. Und heute vor allem durch die VBKS-Bremssohlen ist es eigentlich immer was anderes. Aber ich finde, es macht einfach Spaß, die Vectron heute so mal auszuprobieren. Auch mit so einem Güterzug. Ach, super. So habe ich mir das vorgestellt. Da können wir nämlich gleich hier durchrollen weiter. Und müssen jetzt hier nicht noch großartig anhalten. So, jetzt können wir mal raten. Ja, was heißt raten, aber können wir uns mal anschauen, was wir jetzt hier für ein Signalbild haben. Das kennen wir ja von eben. Das obere, Halt erwarten. Und das untere ist ja auch eigentlich das gelbe Licht. Das heißt 40. Aber jetzt haben wir da noch so einen gelben Strich. Und das heißt 60. Also Geschwindigkeit auf 60 ermäßigen und Halt erwarten. Übrigens gibt es die Varianten auch noch mit einem grünen Strich. Zugbeeinflussung. Das bedeutet dann aber nichts mit 60, sondern 100. Also Geschwindigkeit auf 100. Ermäßigen und dann Halt erwarten. So, mal gucken, wie lange der Kollege hier noch hinten steht von JD Cargo. Könnte ja fast meinen, der hat noch ein bisschen was vor sich dort. Weiß nicht, was hier noch alles angerollt kommt. So, bedienen wir mal wieder die Roadrunner. Ui, hier kommt da jetzt was ganz Altes angefahren. Ich glaube, die heißen DBUZ oder so. So, wir müssen jetzt hier aber auch ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu schnell werden. Wir haben zwar Fahrt erwarten hier vorne. Aber wir müssen ja noch auf unsere Beeinflussung hier aufpassen. Ein Wiederholer. So, und jetzt können wir uns aber befreien. Wir haben ja hier Fahrt. Und dann können wir auch weiter beschleunigen. Ja, auch wieder, wir brauchen jetzt hier nicht die maximale, deswegen nimmt man es einfach ein bisschen zurück. Schadet auch nicht und schont das Ganze auch ein bisschen. Da kommt direkt der ICE hinterher. Meine Güte, hier ist was los, du. Hey, aber da hinten am letzten Wagen, der hat sich aber ordentlich was eingefangen. Mensch, du.
Der ICE wird sich auch freuen, hinterm Regionalzug her. Na gut, bald hat er es geschafft. So, wir sind jetzt auf gutem Weg nach Gnöben, dem typischen Ort, wo man schöne Bilder machen kann. Mit aufgereihten Loks. Und wir kommen jetzt hier dann gleich sozusagen, treffen wir die Schnellfahrstrecke. Bei Gnöben, entweder fahren wir da in die Überholung, da müssen wir auch langsamer machen, oder wir fahren außen rum. Ich glaube, ah ja, da kommt auch schon die 60, dann kommt da auch eine 60, genau. Lassen wir einfach mal rollen. Ui, was kommt denn hier entgegen? Ein Hector Rail. Den sieht man auch nicht oft im Doppel. Sind wir gerade unter dieser Wildbrücke hergefahren. So, und hier vorne kommt, ja genau, da kommen die 60 schon. So, probieren wir das jetzt mal relativ gut hinzukriegen. Ist halt immer nicht so leicht. Es kann halt gut gehen oder halt nicht. Man darf halt aber auch nicht so ganz kurz anlegen immer. Also insofern kann man auch bei einem G-Zug, komplett in G, kann man auch mal schnell bei 30 oder 40 landen. Aber es kann halt auch so klappen wie jetzt. Also ist halt ganz in Ordnung. Wir müssten ja eh eigentlich 50 fahren durch unsere Zugart. Und dann können wir gleich wieder auf die 60 beschleunigen. Ausgelöst haben wir jetzt alles wieder. Das heißt, dann können wir uns hier befreien. Beeinflussung. Haben wir hier auch Fahrt. Und Fahrt erwarten müsste es auch sein. Gucken wir mal auf die Mastschilder. Ja, genau. Dann können wir jetzt hier nämlich noch ein bisschen beschleunigen. So, dann haben wir hier wahrscheinlich wegen der Kurve. Aber wegen dem Bogen. Haben wir hier 60. Hier bin ich auch noch nie lang gefahren. Die äußere Strecke. Wir sind hier mal einmal in die Überholung gefahren. Aber sonst hier außen bin ich auch noch nie lang gefahren. Man muss halt auch immer wieder sagen, also trotz dessen, dass hier noch einige Fehler drin sind bei der Vectron, die halt auch wirklich die Vectron betreffen, also wo kein Repaint Pack oder Szenario das wettmachen kann, macht es wirklich Spaß, mit der Lok zu fahren. Das kann man nicht anders sagen. Was steht denn hier? Taurus, 1982. Fenster auf. Ich finde, das klingt sehr realistisch, ehrlich gesagt. Außer, dass es, wenn ich das Fenster so weit aufmachen würde, nicht unbedingt noch so klingen würde. Da würde es würde viel mehr wummern, so. Kennt ihr sicher auch vom Autofahren.
bisschen leiser wäre es vielleicht und man würde nicht ganz so viel hören. Aber auf der anderen Seite fahren wir auch gerade mit relativ hoher Last. So, R, vielleicht für Regionalgleis. Immer mal wieder zu hier. Das ist mir doch ein bisschen zu laut. So, jetzt können wir eigentlich auch mal ausprobieren, hier die AFB mal anzuschalten. Das ist, denke ich, auch mal eine ganz gute Maßnahme. So, gehen wir auf Quickbar. AFB. AFB, AFB, AFB. Man weiß ja nie, wie lange das jetzt hier hält, aber zumindest jetzt mal hier so ein bisschen Cruise Control sozusagen. Einfach mal fahren lassen, die Lok. Ein bisschen zurücklehnen. Also auch vom Sound her von den Wagen klingt schon alles irgendwie sehr realistisch, muss ich mal sagen. Also echt eine super Sache, was inzwischen alles im TS jetzt schon so möglich ist. Einzig merke ich inzwischen, dass ich langsam mal wieder einen neuen Computer brauche. Meiner ist jetzt 7-8 Jahre, würde ich sagen, ja. Und ja, man merkt es so langsam, sagen wir es so. Die neuen Grafikkarten haben da schon noch eine wesentlich höhere Leistungsfähigkeit und ich glaube auch, die Spiele werden auch immer mehr darauf ausgelegt. Ich weiß nicht, wie es jetzt beim TS hier aussieht. Das kann ich immer schlecht einschätzen, weil der TS ist immer so eine eigene Sache für sich, sage ich mal so, aber ansonsten die Spiele auf alle Fälle. Zum Beispiel auch, wenn man den Microsoft Flight Simulator nimmt oder sowas. Ich meine, da braucht man hiermit, glaube ich, nicht mehr so anfangen, ehrlich gesagt. So, C. Oh, was sehe ich denn da vorne? Halt erwarten, das gefällt mir aber nicht. AFB, AFB, AFB. Scheint auch nicht sich zu beruhigen. Und dann müssen wir halt bremsen. Zugbeeinflussung. Ja, jetzt muss man mal ganz kurz schauen. Ne, okay, das sind nicht unsere. Ich dachte gerade schon, oh Gott, sind das unsere Signale? Nein. Kann nicht sein. Signal ist da, glaube ich, schon auch auf Halt erwarten umgeschaltet, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber wir werden jetzt langsam werden. Da werden wir nichts gegen machen können. Ich habe ein bisschen spät ausgelöst, aber dann wusste man auch immer nicht so ganz genau, wo es jetzt lang geht hier. Für einen Halt hätte es ganz gut gepasst. Hier wäre der 500 Hertz Magnet gewesen. Wenn man dann noch mit 20 ranfährt. Gut, wir sind jetzt auch noch ein bisschen langsamer, aber... So, mit 8%, da können wir schon wieder ein bisschen aufschalten. Man sollte aber immer noch ein bisschen warten eigentlich. Darauf kommt es, glaube ich, auch nicht an. Bei Halt erwarten kann man sich immer sagen, man hat Zeit. Ich meine, sonst wäre da nicht Halt erwarten. So, jetzt machen wir hier mal langsam, dass wir hier wieder alles schön auseinanderziehen.
Können ja mal so auf 30 oder sowas beschleunigen. Zugbeeinflussung. Und dann lassen wir einfach mal rollen. Wenn es jetzt hier gerade frei geworden ist, wird es ja heißen, dass hier irgendwas vor uns ist, was sich auch bewegt. So, Bad Spendau ist ja auch so eine etwas größere Stadt, wo auch der Abzweig Richtung Querleben abgeht. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal gefahren sind, ehrlich gesagt. Ich muss gerade selber überlegen. Aber wenn ich so überlegen muss, heißt es eigentlich meistens, dass wir da noch nicht gefahren sind. So, hier steht eine von der Press, ein Eurorunner, glaube ich, ja, ne? Ja. Ah, da können wir weiterfahren, sehr schön. Das hat ja gut geklappt hier mit den 30. Ein bisschen gebremst hat man dann doch schon, weil man dann doch nicht so sicher war, wie das hier alles so funktioniert, aber gut. So, dann können wir uns ja befreien hier. Zugbeeinflussung. Ui, wir haben eine Parallelausfahrt fast mit der ODEC. Mit dem, wie heißt das noch? RS1, glaube ich. Regio Shuttle, so. Gut, da können wir natürlich nicht mithalten. Bei der Beschleunigung kann ich leider nicht mithalten. Müssen wir auch nicht. So, da ich jetzt nicht so genau weiß, was jetzt hier vor uns noch ist oder ob der hier gerade, weil der Regiozug, der kam ja eben von der anderen Seite. Ich würde einfach mal sagen, wir beschleunigen einfach mal auf 90 und schauen dann einfach mal, was passiert. Okay, da fährt der Regio Shuttle noch. Cool. Ja, also wir werden uns auf alle Fälle auch nochmal in den nächsten Videos bestimmt nochmal ein paar Vectrons oder Vectronen, wie auch immer man das ausspricht, anschauen aus dem Repaint Pack hier. Also es ist einfach eine klasse Sache. Es sind so viele Lackierungen dabei. Klar, es gibt immer noch mehr, aber was da jetzt schon alles dabei ist, vor allem innerhalb dieser kurzer Zeit, das ist unfassbar. Oh, hier war, ist hier, glaube ich, was kaputt gegangen. Also es ist wirklich beeindruckend, finde ich. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, schaut euch das mal an. Wenn ihr sowieso mit der Vectron gerne fahrt, ist es echt eine tolle Sache.
So, dazu werde ich jetzt hier mal wieder die AFB einschalten. AFB. So, sehr schön. Ja, und ich meine, so grundsätzlich funktioniert die Lok halt auch. Es gibt halt so ein paar nervige Bugs, die hoffentlich dann noch behoben werden. Jetzt überqueren wir gleich wieder die Schnellfahrstrecke. Gehen wir mal. Hier ist sie nämlich. Oh, hier ist Halt erwarten. Ja, das wird jetzt interessant hier. Zugbeeinflussung. Jetzt grün geworden, ja, ist es, glaube ich. Ja, gut, dann können wir doch wieder auslösen hier. Das ist immer die Gefahr, wenn man draußen rumfliegt und ach schön hier, das Wetter ist toll. Lass uns mal an dem Zug vorbeifahren. Ja, das passiert dann schnell. Ich weiß allerdings jetzt auch nicht, was uns hier noch groß vor uns sein kann. Also, es könnte natürlich sein, dass hier noch so ein Regio-Shuttle auch noch vor uns gefahren ist. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ansonsten wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Ja, aber wir hätten gut gebremst. Also, das hätten man. Das hätte so gut gepasst, muss man mal so sagen. So, wir können das Alpha mal befreien. Und dann können wir jetzt hier mal wieder uns daran machen, mal zu beschleunigen. Wir waren wahrscheinlich ein kleines bisschen zu früh noch. Weil das ging ja relativ schnell, aber natürlich hat man dann schon gebremst. Meistens ist es ja auch so, das wollte ich schon eben in Wullendorf sagen, dass man dann, wenn es genau umschaltet, das Signal, dann hat man gerade schon die indirekte Bremse, die Zugbremse hier benutzt. Ja, und dann natürlich bei G dauert das natürlich entsprechend auch. Ja, wir fahren mal mit. Wir schauen uns das mal an hier mit 80. Hat ja ebenfalls geklappt. Jetzt haben wir ja doch noch einiges an Zeit verplempert. Mal gucken. Regio-Shuttles scheinen hier irgendwie sehr groß unterwegs zu sein. Da vorne kommt schon wieder das nächste. Mensch, du, er ist aber auch ordentlich am Beschleunigen hier. Da kam auch eine ordentliche Wolke raus. So, da vorne haben wir jetzt Erfahrt erwarten. Das sieht schon mal ganz gut aus. Einfach super hier. So, 90. Super Einfluss. Sind wir natürlich weit unter der Geschwindigkeit, die wir hier nicht überschreiten dürfen. 105 wäre das bei der 90. Aber das muss nicht immer unbedingt was heißen. Da kann auch mal etwas anderes schief gehen irgendwie. Und auf einmal hat man die Beeinflussung, also. Etwas aufpassen immer.
hier gefahren? Mensch, du, hier ist ja heute was los. Er ist ja fast Blockabstand fahren. Ich glaube, er hat doch angehalten jetzt hier. Wahrscheinlich, weil vorne die Urdeck vorfährt. Hier steht jetzt auch noch die andere Odeck, das könnten die natürlich gewesen sein. Ich würde sagen, wir beschleunigen mal auf die 90. Es kommt ja einem sehr dynamisch vor irgendwie, dass man hier mit 90 durchfährt. Es kommt wahrscheinlich auch durch die vielen Bogen, die man hier befährt. Jetzt machen wir aber schon große Schritte in Richtung Nachteburg. Das haben wir jetzt schon einiges an Strecke gemacht. Wir sind jetzt schon kurz vor Nachteburg Süd. Ich weiß gar nicht, ich bin mal gespannt, wo wir hinfahren. Also hier ist ja nichts, Auftragsliste ist leer, das heißt, wir wissen nicht, wo wir hinfahren. Ich bin mal gespannt. Oder ob wir irgendwie ablösen in Nachteburg, tja. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Hab ich das schon gesagt? Ja, und man merkt natürlich auch vor allen Dingen die Vectron, die fordert schon ordentlich Frames per Second. Das muss man schon sagen. Und nicht nur das, auch ansonsten. Also der TS ist da schon gut ausgelastet. Ich habe schon öfters jetzt mal erlebt. Ui, ich höre die nächste Lok. Beim leeren Autozug. Öfter erlebt, dass jetzt schon mal die Szenarien abgestürzt sind, weil zu viel Speicher verbraucht wurde. Ja, der TS, der müsste eigentlich mal wieder ein richtiges Update kriegen, aber halt nicht so ein Update, wie man das gewohnt ist, sondern ein richtiges Update. Aber der Zug ist wahrscheinlich wortwörtlich abgefahren. Kleiner Schreck, wenn das dann immer kurz hier dauert, bis der TS dann das Bild darstellt, denkt man sich schon so, oh nein, bitte nicht. So, ich hätte jetzt einfach mal gesagt, wir schalten jetzt hier mal ab. Wenn wir hier in den Güterbahnhof reinfahren, schadet das vielleicht nicht. Ich weiß es natürlich nicht. Hier vorne sieht alles noch grün aus. Na gut, warten wir mal ab, bis wir da um die Ecke kommen. Hier von links sieht man jetzt schon die SFS ganz an der Seite und hier in der Mitte haben wir noch ein paar andere Gleise. Ich weiß nicht, wo die genau herkommen. Auf alle Fälle sind die nicht befahrbar. Also nicht für uns, für KI natürlich schon, aber für uns geht es dann nur in ein Portal irgendwie rein. Es sieht alles sehr grün aus hier. Oder ist das hier rechts für... Oh, das ist für uns, oder? Ja, ich glaube, das ist für uns, ja.
Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. 80. Frames, ja, jetzt wird es wieder ein bisschen besser. So, hier kommt der 500 Hertz Magnet, ja, da muss man ein bisschen in die Eisen gehen hier. Und hier kommt die Ludmilla. Mensch, hier wird ja ordentlich was weggeschleppt heute. Die ist vor allem auch schon ganz schön sportlich unterwegs hier, meine Güte. So, das sieht so aus, als ob wir weiterfahren dürfen. Warte mal, wir machen das mal anders. Wir machen jetzt mal die AFB aus. AFB, AFB. So, und dann. So, gleich mal wieder an. Nullstellungszwang gescheitert. So, jetzt. Natürlich aufpassen hier. 500 Hertz, man geht es noch an. Ich weiß nicht, was das hier für ein Magnet ist. G. Ist das für Güterbahnhof? Ich könnte es mir gut vorstellen. Ich weiß es nicht. Na, wir werden es gleich sehen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, also, damit hat sich das erledigt, ob wir in den Güterbahnhof fahren oder nicht. Würde ich mal jetzt mal ganz stark behaupten. Aber wir brauchen jetzt hier eigentlich nicht großartig zu beschleunigen, weil wenn hier 20 kommt, dann wird da sicherlich ein 500-Hertz-Magnet liegen. Und dann brauchen wir da jetzt eigentlich nicht großartig zu beschleunigen. Also, weil und mit unserer Zugart hier, da kriegen wir dann eher eine Zwangsbremse, wenn wir jetzt hier noch großartig beschleunigen. 20 können wir natürlich schon halten. Das ist schon echt eine klasse Lok, muss man sagen. Also ich bin so froh, dass es die jetzt doch mal im TS gibt. Mich hat es eigentlich immer gewundert, dass die keiner vorher schon gebaut hat, weil die ja so häufig in Deutschland rumfährt. So, hier nochmal der Wiederholer. Zugbeeinflussung. Ich weiß nicht, gab es hier nicht mal irgendein Problem, dass es hier mal eine Zwangsbremsung immer gab bei Loks? Ich weiß es nicht, ob das immer noch so ist. Vielleicht lag das an VR oder sowas, das kann natürlich sein. So, jetzt haben wir ja hier die 500 Hertz schon aufgenommen. Jetzt fahren wir hier ganz entspannt mit 20 rein. Oh, machen wir jetzt hier vielleicht eine Schwungfahrt? Mit gesenktem Stromabnehmer natürlich. Mit 20 Schwungfahrt jetzt hier.
Ich glaube, da bleiben wir stehen. Ich weiß es nicht, aber hier noch mit den Weichen, aber es sieht auch nicht so aus, als ob wir eine machen würden. Es sieht schwer danach aus, als ob wir hier in, ja. So, hier wird anscheinend auch schon abgelöst. Können wir mal hier unseren Roadrunner betätigen, dann wissen wir auch, wenn wir drin stehen. Ja, es sieht so aus, als ob die hier ablösen würden. Ja, ist auch oben keiner drin. Sehr cool gemacht. Sehr cool gemacht. Und hier drüben wird ordentlich beladen. So, gleich stehen wir drin. Das ist doch super hier. Konnten wir direkt reinfahren. Mussten wir gar nicht groß anhalten. Mussten wir wirklich nicht zwischendurch. Außer nochmal kurz vor Nilbe. Ansonsten sind wir echt gut durchgerollt eigentlich. Trotz dem ganzen Verkehr. So, jetzt schauen wir mal hier, was jetzt hier passiert. Das sieht ja so aus, als... Ah, okay, das geht jetzt hier auch alles. Okay, okay, okay. Die Metrans steht hier auch schon drin. So, ich glaube, jetzt haben wir es hier, aber in dem Gleis dürfte es jetzt bleiben. Da vorne haben wir auch unser Zielsignal, ja. So, genau. Hier halten wir jetzt dann auch an. Hier bleibt doch alles in HP0. So wie man das gewohnt ist. So, drin stehen wir auch. Das heißt, wir können jetzt hier auch schön bremsen. Und dann bleiben wir jetzt hier mal ganz gut stehen. Das war jetzt hier etwas dynamisch, aber hat ja alles gepasst. So. Und dann können wir hier das mal einmal ein bisschen anziehen. Gut. Dann sind wir angekommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier noch weitergeht oder inwiefern das jetzt hier aussieht. Wir können ja einfach mal kurz warten, mal gucken, was passiert. Hervorragend. Ah ja, super. Dann geht es noch einen zweiten Teil. Ja, genau. Da könnt ihr euch dann auch schon drauf freuen. Ich würde erstmal sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf alle Fälle sehr viel gefallen. Oder sehr gefallen, würde man das mal so sagen. Sowohl das Repaint Pack als auch das Szenario. Klasse. Sobald das alles verfügbar ist, verlinke ich euch das natürlich auch in der Videobeschreibung. Schaut da auf alle Fälle mal vorbei. Und ja, ich würde mich sehr freuen über Kommentare und Bewertungen, wie immer. Wenn ihr irgendwas gemerkt habt, irgendwas war falsch oder wie auch immer, wenn euch was gefallen hat, natürlich auch gerne schreiben. Ich würde mich sehr freuen.
Und ja, ansonsten kann ich mich nur nochmal bedanken an alle Beteiligten, Rail Designs and Friends, Repaint Stube, für das Repaint Pack und Amnesia für das Szenario. Echt eine klasse Sache. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und tschüss.